Ich bin hier gerade noch am Vorbereiten für das Video, aber ich wollte hier erstmal, bevor ich erzähle, was ich mache, ich wollte hier erstmal dieses Ungeheuer von einer Wassermelone in die Kamera halten. Das ist ein 7 Kilo Monster. Und da mache ich jetzt Saft draus, den ich heute trinke. Und ich habe leider nur hier dieses dafür nicht gerade geeignete Sägemesser. Oh ja, hier schön Tastatur in der Reflexion. Ich habe hier nur dieses ziemlich ungeeignete Sägemesser. Deswegen, es wird wahrscheinlich ein ziemlicher Krampf, die jetzt in Saft zu verwandeln. Ich habe Glück gehabt bei der Melone. Manchmal geht auch was schief. Manchmal stinkt die oder hat eine eklige Konsistenz oder so, aber die ist okay. Das Ding trinke ich heute. Das ist heute meine Nahrung. Na, jedenfalls, jetzt sitze ich hier in der Bude. Hätte ich mal dran gedacht. Oh, ich habe nicht geguckt, ob die Audio-Levels zu hoch sind. Das geht hier immer in den roten Bereich. Aber der rote Bereich, der ist auch so ein bisschen so ein, der schummelt auch manchmal. Nämlich der, ich denke mal, wenn es in den roten Bereich geht, mein Audio, dass es dann so eine Explosion im Lautsprecher gibt, die dann den Ton verzerren. Aber stimmt auch manchmal gar nicht, als ich probiere. Ich lasse es einfach so. Er ja, kann gut sein, dass der Ton furchtbar wird, aber ich habe das auf dem Mikrofon. Auf dem Easy-Modus. Und ich glaube, der Easy-Modus guckt von selber, ob es zu laut ist. Na, wird schon. Jedenfalls, was ich jetzt in dem Video machen wollte. Ich mache mal noch mal kurz zu, dass ich hier nicht so die Nachbarschaft folgen würde. Was ich in dem Video machen wollte. Ich habe einen interessanten Weg gefunden, um so meinen Marihuana-Konsum ein bisschen besser im Auge zu behalten. Jetzt, wo ich angefangen habe zu fahren. Und das wollte ich mal zeigen, was ich dann nämlich mache. Immer wenn ich, und das werde ich in dem Video gleich machen, ein paar Züge vom guten Dübel nehme, mache ich die Stoppuhr an. Und die Stoppuhr sagt mir gerade 130 Stunden, 48 Minuten, 6 Sekunden. Jetzt runde ich mal auf 131 Stunden, dass es einfacher ist zu rechnen. Ich mache mir den Taschenrechner auf. Ich mache das mal auf, dass man zugucken kann. Und das sind jetzt 131 geteilt durch 24. Und da weiß ich jetzt, okay, meine letzte Mikrodosierung war 5,4 Tage her. Na, also momentan, jetzt besonders, wo das mit dem Auto so viel Spaß macht, da denke ich gar nicht viel an das gute Marihuana. Bin ich am Erkunden und am Ausprobieren und ich mache den ganzen Tag Sport. Und Skate ein bisschen und sowas. Es erinnert mich an so Experimente mit irgendwelchen Ratten. Da haben die den Ratten irgendeine Rattendroge gegeben. Und dann sagen sie immer, ja, hier, guck dir doch, deswegen müssen wir hier Drogen verbieten, guck dir doch die Ratte an hier. Ratte haben wir hier die Möglichkeit gegeben, Wasser und das komische Drogenwasser. Und die nehmen immer das Drogenwasser. Und dann haben die gesagt, ja, aber es liegt auch daran, dass du die Ratte hier in einem Käfig gefangen hältst. Und basierst da deine Wissenschaft darauf, dass da eine Ratte eingesperrt ist, überhaupt kein richtiges Leben hat und deswegen so sehr an den Drogen interessiert ist. Und ich habe das Gefühl, so Leute, die in Position sitzen, um über andere zu entscheiden, wo sie schon mal überhaupt nicht hingehören, die verstehen sowas nicht. Die verstehen nicht, dass Leute Drogen konsumieren, weil sie ein scheiß Leben haben, weil sie in die Falle getappt sind und sowas.
Nee, nee, müssen wir bestrafen, kriminalisieren und so. Ich hoffe, dass das Pendel irgendwann nochmal in die andere Richtung schwingt und dass solche Leute das Karma abbekommen, was sie verdient haben und sich nicht mehr schaffen, systematisch von den Konsequenzen zu schützen, die sie eigentlich verursachen mit ihrer dreckigen Kriminalisierung. Da jedenfalls, genug gemeckert, ich wollte in dem Video, ich habe glaube ich noch nicht ein bewusstes Video gemacht, ich habe nur ein Video mal, wo ich so ein bisschen experimentiert habe, da habe ich SimCity 4 gespielt und da habe ich dann ein kleines bisschen nebenbei heimlich ein paar Züge davon genommen. Und was ich jetzt machen wollte, nachdem das Video schon 6 Minuten läuft, ich will heute ein kleines bisschen hiervon genießen. Und ich möchte ein bisschen mit Mode experimentieren. Naja, doof formuliert. So, ich brauche ja auch gar nicht mehr in dem Halbmodus sein. Ich habe jetzt hier, habe ich hier reingehalten, 5,4 Tage ist es her. Ich wollte nur zu Ende erzählen. Es ist eben ganz gut, wenn ich einfach immer auf die Stoppuhr gucken kann. So, ey Mann, wie lange ist denn mein letztes Rauchen her? Und sind es genug Stunden, dass ich wieder fahren kann und völlig bei Besinnung bin? Und nicht eine Gefahr im Straßenverkehr und so eine ganzen Geschichten. Das ist ganz gut, das hilft mir, das im Auge zu behalten. Das mache ich jetzt immer. Immer wenn ich am Rauchen bin, mache ich die Stoppuhr an und dann, weiß ich nicht, nächsten Tag oder ein paar Stunden später weiß ich, wie lange das her ist und zwar genau. Da kann ich das dann so ein bisschen Bewusstsein für entwickeln, kann das genauer ins Gefühl bekommen. Na jedenfalls, ich gehe wieder in Vollbild. Was ich heute machen wollte, ich wollte experimentieren ein bisschen mit Mode. Naja, Mode ist das falsche Wort. Ich wollte das Video nennen Straffe Modenschau. Mir sehr gut gefällt der Titel. Aber eigentlich wollte ich einfach nur mal die ganzen Kleidungsstücke, die ich habe, die ich so selten anziehe, ich wollte mir einfach mal die Zeit nehmen und die anprobieren, die anziehen, die gucken, ob ich so rumlaufen will, ob mir das gefällt, ob ich mich darin sehen kann. Weil zum Beispiel, ich habe hier noch eine Handvoll T-Shirts und ich habe auch noch so Oberhemden mit Kragen, aber ich bin mittlerweile so krass, ich lehne Kragen so krass ab. Also, hier habe ich noch ein T-Shirt, hier noch ein T-Shirt, hier noch ein T-Shirt. Hier ist ein grelles langärmliches, was ich glaube ich noch nie außer als Pyjama angezogen habe. Hier ist noch ein T-Shirt. Da sind zwei T-Shirts. Ich glaube, ich habe nur noch drei oder vier Sachen, wo was drauf gedruckt ist. Das sind auch noch T-Shirts, jedenfalls. Und dahinter, da sind noch. Das kann man echt gar nicht sehen. Moment. Sind eben noch. Ne. Da sind noch solche Kragen. Ich hole die einfach mal. Das sind so eine Kragenhemden. Aber, oh, sind die schon eingestaubt. Ich verbinde die so ein bisschen mit Unterdrückerklasse und Bourgeoisie und den Leuten, ohne die die Welt besser wäre und Mittelsmänner. So einfach der ganze Abschaum, der sich eben bildet, wenn eine Kultur so sehr systematisiert ist. Weiß nicht, hier habe ich ein blaues, staubiges Hemd, ein dunkelblaues, hier auch noch ein lilanes, ein schwarzes, ein selber gefärbtes gelbes und ein weißes. Und die sind alle aus so einem Stoff, so eine Mischung aus Plastik und Baumwolle, dass man die nicht bügeln braucht. Aber ehrlich gesagt, so will ich gar nicht mehr rumlaufen. Ich kann mich so gar nicht mehr sehen. Will das gar nicht mehr mitmachen. Ich weiß noch nicht, warum ich die immer noch nicht weggeschmissen habe. Vielleicht, weil ich die so lange rum so angezogen habe. Jetzt kriege ich das nicht mehr auf die Stange hier. Mach schon du. So. Ich weiß nicht, irgendwie, ich möchte so nicht mehr rumlaufen. Ich verbinde damit zu viel Ungerechtigkeit. So ein bisschen sehe ich einen Anzug als eine Uniform, also Anzug mit Krawatte. Anzug davon ist die schwache Form, die noch schwächere Form davon ist einfach nur ein Kragenhemd. Was soll denn dieser Kragen? Das ist doch eine krasse Scheiße. Der stört doch nur. Der macht doch das nur komplizierter Mann. Und dann gibt es Leute, habe ich mich mal mit einem alten Klassenkameraden unterhalten. So. Und noch bevor ich irgendwas gesagt hat, wollte er mich dann davon überzeugen, wie viel Spaß Bügeln macht. Der muss natürlich, das ist einer, der muss. Der muss natürlich Anzug anziehen und Krawatte und Hemd.
Und je älter ich werde, umso krasser blicke ich darauf herab. Ja, Mann, erzähl mir ruhig, dass dir das Spaß macht. Erzähl mir ruhig, wie gut es dir angeblich geht und wie gut dir das mit der Knete geht, aber ein nicht depressiver Mensch sieht anders aus. Aber gut geschauspielert, auf jeden Fall. Klatsch, 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 gut geschauspielert. Jedenfalls, ich habe Durst auf eine andere Art des Anziehens. Und was mir eben gefällt, ist so simpler kann es nicht sein. Langarmige T-Shirts in einer Farbe mit dazu passenden Hosen. Dazu mag ich gerne Kapuzenpullover und im allerfeinsten Fall, das ist das Feinste, was ich anziehe, eleganter weigere ich mich rumzulaufen. Habe ich keinen hier? Irgendwo habe ich doch so einen. Doch hier. Das Eleganteste, was ich gerade noch so anziehe, das ist einfach nur so ein Pullover. Der im Prinzip nur ein bisschen dickeres T-Shirt ist, ein langärmeliges. So will ich eigentlich rumlaufen. Und was mir besonders viel Spaß macht, das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Video, das ist, ich möchte in einer Farbe rumlaufen, einfarbig. Das habe ich jetzt hier schon so ein bisschen. Das praktiziere ich hier gerade ein kleines bisschen. Ich habe hier ein kleines Mützchen. Das ist nicht mal so eins, was oben offen ist, sondern was wirklich einfach nur so ein Stoffmützchen ist. Was ich gesucht hatte, war so ein Ding. Also eine richtige, so eine Wintermütze. Aber die gibt es irgendwie, wenn es die in allen Farben gibt, dann gibt es die leider nur aus Plastik und ich will die nicht aus Plastik. Ich bin sehr froh, dass ich hier eine Wintermütze gefunden habe, die einfach nur aus Baumwolle ist. Und das Ding ist auch einfach nur aus Baumwolle. Also da ist mir das Material wichtiger als die Farbe. Da überlege ich auch so ein bisschen, Mann, um das wirklich in den Style zu kriegen, in dem ich mich reindenke, den ich mir vorstelle, ist es vielleicht das Einfachste, wenn ich mir einfach eine Baumwolle suche, die mir gefällt. Irgendwie so eine Jersey-Baumwolle. Ich kenne mich noch nicht aus mit Stoffarten. Dass ich die finde, dass ich einfach lerne, mir daraus selber Kleidung zu machen und die dann einfach gemeinsam in eine Farbe färbe in der Waschmaschine selber. Und dann weiß ich, dass alles perfekt zueinander passt, na, weil vorher alles weiß war, alles aus demselben Stoff und ich es dann gleichzeitig gefärbt hat, sodass es perfekt aufeinander abgestimmt ist. Da denke ich gerade so ein bisschen dran. Und das, was ich hier gleich mache, das ist so der Versuch, langsam in diese Richtung zu gehen. Ich zeige gleich ein paar Memes, wie ich mir das so vorstelle. Wie ich mir meinen Style im Jahre 2030 vorstelle. Wie ich dann, glaube ich, wie ich dann rumlaufe. Aber bevor ich das mache, gönne ich mir, dass es auch ein kleines bisschen mehr Entertainment wird, dieses Video. Bevor ich mir hier gleich die Mühe mache, das alles anzuprobieren und zu experimentieren, wollte ich mal ein Video machen, wo ich auch mal einen rauche. Einfach mal schön einen durchziehen, mir was gönne. Ich war fleißig, ich war nicht faul. Ich bin sehr vorangekommen in meinem Leben. Habe auch gut für die Allgemeinheit was gemacht. Und da gönne ich mir jetzt diesen kleinen Dübel. Ich habe hier schon ein Video gemacht, wo ich das lang und breit erzähle, wie ich das mache. Und das ist jetzt genau nicht anders. Das ist so ein typischer Dübel bei mir. Und nur um das mal zu zeigen, jetzt hier, wo mein Fingernagel drückt. Hier, da ist der Filter zu Ende. Naja, kann man nicht sehen. Kann ich nicht. Was kann ich denn da vorhalten, dass man es das sehen kann? Habe ich ein buntes Papier? Ich habe bestimmt ein buntes Papier. Nee, ich steck den hier in den. Ach! Die hätte ich jetzt vergessen. Ich stecke die jetzt hier in die Handschuhe und zwar nur so weit, wie nicht Filter ist. So, wo ist der Filter? Der Filter ist hier. Also alles, was aus dem Handschuh rausguckt, ist tatsächliche Pflanze. Hier, so viel. Wo ist mein kleines Messgerät? Habe ich nicht einen? Jetzt übertreibe ich hier wieder so hart. Wo ist denn meine Messgerätekiste? Hier vielleicht? Nö. Ich wollte extra nicht schneiden,
Und wollte mir deswegen alles so ein bisschen bereitlegen, aber wenn ich jetzt hier das halbe Video am Suchen verbringe, dann überlegen wir das nochmal und schneid vielleicht doch mal, wo sind die denn? Hier, ja. Also. Es ist doch nicht aussagekräftig, wenn ich das im Video neben meinem Finger halte. Ich halte das in die kleine Messlehre. Und die kleine Messlehre sagt. Na hier. So ungefähr. So. 2,4 Zentimeter. Also. Da wo die 0 die 2,4 berührt. Na gut. Langer, langer Anfang. Ich habe sogar mittlerweile, weil mir das für, ah nee, die brauche ich noch, weil mir das für Waldexperimente, wäre mir das zu umständlich gewesen, mit Streichhölzern zu hantieren, habe ich jetzt tatsächlich hier, ich bin angekommen im 19. Jahrhundert oder wann immer Feuerzeuge erfunden worden, ich habe jetzt hier richtig ein Feuerzeug. Letzte, was ich noch mache, ich mache die Tür auf, dass ich hier schön nach raus pusten kann. Dass das hier nicht zu lange in der Wohnung drin bleibt. Also Tür ist offen. Und dann puste ich den Rauch so, dass man es aber auch auf der Kamera sehen kann. Puste ich so in die Richtung. Um die Dimensionen nochmal zu verdeutlichen, in denen ich mich bewege. Und zur Feier des Tages. Der ist nämlich noch ein bisschen trocken, den habe ich mir gerade gedreht. Es ist übrigens meine liebste Sorte, das ist Lemon Haze. Der ist noch ein bisschen trocken. Also ich fühle jetzt mal und prüfe jetzt mal. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen zusammenpressen, indem ich an dem Ende drücke. So, jetzt ist er ein bisschen fester, weil das ist ja der dicke Aktivkohlefilter. Ach, jetzt kann man es auch schön sehen, wie lang das ist. Den kann ich ja auch benutzen, um das reinzustopfen. Und je mehr ich das stopfe, umso mehr. Ist auch egal. Ich schweife hier ab. Also. Ich wollte jetzt Melonensaft benutzen, um das zuzumachen, aber hier ist der ganze Schaum drüber. Nicht zuzumachen, der ist schon zu, aber um den nur ein kleines bisschen anzufeuchten. Naja. Ich glaube nicht, dass er jetzt danach nach Melone schmeckt. Wobei, ich werde mal die Geschmacksknospen offen halten und mal genau gucken. Ich glaube, jetzt ist er zu feucht. Kleines bisschen angefeuchtet. Wenn der nämlich zu trocken ist, dann brennt das Papier schneller ab als der Inhalt. Und ich will ja, dass der Inhalt brennt, während das Papier so ein bisschen überlebt. Okay, lange, lange Vorrede. Der ist doch nicht an. Und ich habe auch noch keinen Aschenbecher. Nehmen wir hier ein kleines Teelicht. Immer noch nicht an. Okay, jetzt ist er an. Na, mal gucken, wenn ich jetzt zu viele Züge davon nehme, dann bin ich hier breit wie unter der Dampfwalze und kriege das Video kaum noch. Aber das wollte ich auch mal zeigen.
habe ich nicht drauf geachtet, wie das im Video aussieht. Also ich sehe hier in dem Vorschaubildchen auf jeden Fall hier den Rauch lang ziehen. Gutes Zeichen. Ja, man kann es erkennen, aber es ist keine beeindruckende Rauchwolke. Ich glaube, das war der dritte. Jetzt habe ich, um den zu löschen, habe ich mir ein bisschen Melonensaft hier eingegossen, aber es ist eine Schweinerei geworden. So, letzter Zug. Ich weiß nicht, ob das gerade richtig dumm war, weil da ist jetzt vorne ist jetzt Melonschaum drauf und da machen sich dann vielleicht die Insekten drüber her, wenn ich den jetzt hier 2 Wochen auf der Heizung liegen lasse und dann essen die das auf und dann fliegen die in ganz, ganz wirren, krummen Bahnen umher. Ich lasse die Tür noch ein bisschen. Okay, Mann, Modeschau, geht gleich los hier. Jetzt wäre sehr praktisch mein kleiner Laubbläser, den ich im Auto habe. Wenn ich den jetzt hier hätte, könnte ich einmal kurz Richtung Tür pusten und dann würde der ganze Rauch, der sich hier gerade verteilt, der würde dann sofort rausgehen, wahrscheinlich. Ach ja, ich bin jetzt gerade zu faul, um sofort hier rumzuhampeln. Ich will erstmal ein kleines bisschen sacken lassen. Und da habe ich mir doch extra dafür ein paar Memes zurechtgelegt. Also, erstmal schön hier im Schneidersitz. Mann, ich liebe diesen Stuhl. Das ist so ein ganz regulärer Esszimmerstuhl, an je mehr ich bei mir im Auto rumsitze, umso mehr merke ich, Mann, das ist der Stuhl des Jahrhunderts hier. Das ist ein ganz simpler Stuhl aus, ich würde schätzen, Holz und es ist, glaube ich, ein richtiges Leder. Und einfach nur diese Bauart von den Dingen. Das ist, ich glaube, das Ding heißt Esszimmerstuhl, ich bin nicht sicher. Aber so die Art, so das Kissen, das hat vorne ein fettes Kissen und das ist eben richtig praktisch, um im Schneidersitz drauf zu sitzen. Mann, ich wollte nur sagen, ich liebe diesen Stuhl. Den hat mein bester Kumpel von seinen Eltern geklaut. Als ich Anfang 20 mit meinem besten Kumpel in unsere erste kleine Wohnung gezogen bin, da hatte der diese Stühle geklaut und als er dann das Land verlassen hat, habe ich die geerbt. Ach Mensch, über den sollte ich auch mal erzählen. Das ist eigentlich eine richtig lustige Geschichte. Es waren so zwei komplette Gegensätze. Er hatte übertrieben reiche Eltern. Also Eltern so reich, das kann man sich kaum vorstellen. Naja, wobei, es war auch nur das Haus, oder? Na, was weiß ich. Auf jeden Fall sehr, sehr wohlhabende Eltern in einem riesigen, in einem modernen Schloss hat er im Prinzip gewohnt.
Und ich war ziemlich arm zu der Zeit. Und so, dass ein Armer und ein Reicher nicht wie sich irgendwie als Gegensätze sehen, sondern so richtig eine richtig schöne Freundschaft aufbauen, sich gut verstehen, nicht sich gegenseitig bekriegen oder glauben, sie wären was anderes, sondern einfach so eine sehr unwahrscheinliche, schöne Freundschaft hat sich daraus gebildet. Da soll ich mal ein paar Sachen vor. Okay, eine Sache erzähle ich. Als wir da Anfang 20 in der Wohnung zusammen gewohnt hatten, da waren wir natürlich große Porno-Freunde. Ich war eh der krasseste Porno-König. Ich habe immer in der Schule die Pornos verteilt. Und da hatten wir eben, weil wir eben öfter mal damit beschäftigt waren, Pornos zu gucken, haben wir uns ein Codewort überlegt, dass wir genau wissen, wenn der andere gerade beschäftigt ist, dass man ihn nicht stört. Und da haben wir eine Socke auf die Türklinke gemacht. Aber dann irgendwann haben wir die Socke immer drauf gelassen und dann haben wir angeklopft und dann hat der andere Socke gesagt. Das war die geheime Kommunikation. Das war so der elegante Weg, um zu sagen, nee, Mann, ich spiele mir gerade am Schniedel rum. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Na jedenfalls, ich wollte ja auf den halben Bildschirm gehen. Hier habe ich ein paar Bilder vorbereitet. Und zwar Bilder, die. Ich mache mal wenigstens die Kamera ein bisschen so. Ah ja, ich kann so ein bisschen das auch. Mann, ich. Jetzt, wo ich ein paar Mal einfach nur mit meinem Telefon gefilmt habe, da merke ich, wie schön das ist, wenn ich in diesem OBS hier so einen Countdown habe, der mir das zeigt, dass das läuft und diese Audio-Levels, daran sehe ich, dass das Mikrofon nicht ausgefallen ist. Andererseits, auf dem Telefon fällt auch nichts aus. Oder? Aber was weiß ich. Es ist auf jeden Fall lustig zu filmen. Ich mache da gerade eine. Einfach so richtig so Tagebuch, Reisetagebucheinträge. Ich habe das Telefon in. Neben dem Lenkrad in dieser kleinen Halterung, die ich am Lüftungsschlitz befestigt habe. Da mache ich das Telefon rein und das benutze ich, um so einfach immer in derselben Perspektive was zu erzählen. So immer so ganz schnell. Jetzt komme ich gerade aus dem Supermarkt, da habe ich das und das gemacht. Jetzt sehe ich einfach so kleine Tagebucheinträge. Und da wollte ich gerade drauf hinaus, das ist immer in derselben Perspektive. Und da kann ich überhaupt nichts richtig dran ändern an diesem starren System. Aber hier, ich kann die ganze Zeit mit der Kamera spielen, ich kann das in dem Ding sehen, ich könnte das Mikrofon theoretisch bewegen, ich kann hier an kleinen Regeln rumspielen und sowas. Ich nutze es gar nicht. Ich benutze es gar nicht auf einem hohen Level hier. Ich gebe mir gar nicht Mühe dabei. Aber es ist auch ganz gut, weil es vergraut potenzielle Zuschauer. Ich hab überlegt, so wenn ich eine gewisse Abozahl erreiche, dann heißt es, dass so gefährliche Sachen bei mir passieren können. Es ist ja, ich glaube, es tut doch, oder tun die Leute so, als wäre berühmt zu sein, was erstrebenswert ist? Ich habe das Gefühl, ja. Ich glaube schon. Na, jedenfalls, mich besorgt das. Ich sehe ja nur den Horror. Ich sehe irgendwelche bekannten Internet, die sagen ja Influencer dazu oder die sagen Creator dazu. Einfach Leute, die Sachen im Internet machen. Das ist vielleicht meine ein bisschen neutralere Art, es zu formulieren. Einfach Leute, die was im Internet machen, die einen gewissen Level an Bekanntheit erlangen. Ich sehe nur das Leid. Weil wenn die sich davon ein teures Auto kaufen oder sowas, das ist ja mir scheißegal. Da habe ich ja nichts Tolles von. Das heißt, wenn ich einen Prominenten sehe, dann sehe ich einen, der nur Nachteile hat und so illusorische Vorteile. Und dadurch wird es jetzt vielleicht, wenn ich jetzt hier den Kreis zu Ende drehe, da ist es doch dann deutlich, dass ich da unbedingt ab einem gewissen Grade der Berühmtwerdung, dass ich da auf jeden Fall die Qualität runterdrehe von den Videos,
480p, 360p, 240p, sowas. Einfach, dass da so krass rausselektiert wird, dass es so viele Leute abschreckt und anekelt. Dass so viele denken, oh nee, das will ich nicht gucken, was der da macht. Ich glaube, das ist ein interessanter Ansatz, wollte ich nur sagen. Was kann ich denn noch machen, um die Videos so unangenehm und wenig einladend wie möglich zu machen? Wäre wahrscheinlich der am wenigsten wirre Weg, das hier zu formulieren, was ich sagen wollte. Was kann ich denn machen? Ich kann mit Absicht so ein richtig knirschiges Mikrofon mir suchen, was richtig eklig ist. So ein die ganze Zeit. Oder ich habe hier einen Ventilator. Ich könnte mal, um das jetzt hier ein bisschen ekliger zu machen, ich könnte jetzt das Mikrofon nehmen, näher an den Ventilator. Und dann könnte ich das jetzt zu spät, weil ich das Video schon angefangen habe. Oh, das ist aber schade. Das ist eine wichtige Fähigkeit eigentlich, dass ich während das Video läuft einstelle, ob das 144p oder 1080p ist, weil dann könnte ich, wenn ich einfach nur hier sitze und nichts mache und quake, könnte ich die Qualität runterstellen, und wenn ich dann irgendwas zeige, wenn ich die Kamera auf irgendwas halte, was es wert wäre, angeguckt zu werden, weil es einen Unterschied macht. Da könnte ich dann selber auf 1080p stellen, könnte die Sache da reinhalten und da könnte ich da so eine Präsentation draus machen. Ja, das ist so ein bisschen schade, dass die meisten Programme so von nicht irren gemacht werden. Ich mag das so gerne, wenn Programme so versteckte kleine Möglichkeiten haben, das an die eigene Benutzung anzupassen. Ich sehe das so softwaremäßig als die Zukunft. Ich sehe irgendwann, dass es eigentlich eine Beleidigung sein wird, in einem Programm ein GUI vorzugeben. Ich mach mal hier mein Paint-Programm auf. Oh ja, da wollte ich ja eh gleich ein paar Memes zeigen. Mach mal den hier. Ich finde das eigentlich pervers, dass das Programm sich installiert und ich diese Oberfläche bekomme. Also was habe ich denn hier? Ich habe hier ein Bild, da ist die ganze, also da kann ich dran rumkrakeln. Hier unten habe ich ein paar Farben. Links habe ich ein paar Knöpfe. Und oben habe ich ein paar Schaltflächen. Das war das Mikrofon. Ach, ich habe hier dieses Stativ gar nicht voll ausgefaltet. Das ist natürlich clever. Ich wollte nur sagen, ist es nicht irgendwie ein Zeichen von schlimmster Verblödung und Armut, dass ein Programm mit solchen festen Möglichkeiten, es zu steuern, geliefert wird? Man, warum ist es nicht so ein schönes Drag-and-Drop, dass ich mir sagen will, man, das will ich hier haben und hier will ich meine Knöpfe? Man, irgendwann werden doch auch Leute, Normalsterbliche, die nicht so sich so viel Gedanken über Software machen, irgendwann wird doch auch denen das irgendwie zu langweilig, zu unpassend, zu umständlich. Ich würde sagen, Software steckt in den Kinderschuhen und die könnten das viel besser anpassbar machen. Ich wollte so, also so kulturell, dass es einfach normal wäre, dass man sich erstmal, das ist ja wie wenn man in ein Haus kommt, dass man sich da erstmal ein Zimmer einrichtet, so wie man das gerne hätte. Warum gibt es den Gedanken nicht bei Software? Ich würde gerne einfach auf so eine leere Leinwand bei einem Programm einziehen und mir einfach alles selber bauen und anordnen und hin und her rücken. Was mir auffällt in allen Ansätzen, die ich dazu sehe, das ist, dass hier sowas. Sowas geht mal schief. Wenn ich irgendwie Schriftarten einstelle, dann ist das Fenster, was die dafür definiert haben, für den absurd großen Text, den ich gerne hätte, gar nicht groß genug definiert. Das heißt, die können nicht ahnen, was ich für ein Irrer bin. Die können nicht ahnen, dass ich vielleicht hier irgendwie über den halben Bildschirm so ein Wort lege, die ganze Zeit. Sowas wie, wenn ich ein Künstler wäre, ich würde die ganze Zeit das Wort Vergänglichkeit drüberlegen, dass ich damit Absicht dann 50% der sichtbaren Oberfläche vom Programm mit Schwachsinn belegt habe, einfach weil ich es kann. Einfach weil es
weil es helfen kann, eine Laune auszudrücken. Ich würde sagen, wenn die Programme so ein bisschen besser anpassbar wären, könnte man auch mehr lustigen Unfug damit machen. Andererseits, das wird schon so sein in den Profi-Programmen, an die ich mich immer nicht rantraue, weil ich der Ansicht bin, dass sie Kreativität im Wege stehen, weil alles zu umständlich ist. Ich sollte mir mal mehr Programme angucken. Andererseits, was ist das Endergebnis davon? Ich werde besser in einem Prozess, der jetzt schon schneller ist, als ich ihn je ausreizen würde. Warum das Lernen? Es ist doch viel wichtiger, mich darauf zu konzentrieren, was zu finden, was es wert wäre, darüber zu berichten. Anstatt jetzt hier zu lernen, wie ich das am ordentlichsten vortragen kann, sondern am Ende gar nichts zu sagen habe. Ich merke, die Kreativität ist eine interessante Balance. Na gut, genug philosophiert. Ich wollte jetzt mal über hier Mode und so einen Quark wollte ich erzählen. Ich mache mal noch mal eins. Es gab bestimmt eine Reihenfolge, in der ich die zeigen wollte. Erstmal der hier. Die Gesichter von, ich kann nicht mehr Leuten in die Gesichter gucken. Warum? Weil sich das für mich immer wie so anfühlt. Ich mach mal hier größer, mach mal den hier. Boah, das. Nee. Wo hatte ich denn gerade das Bild her? Hatte ich das schon offen? Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Model nicht ausstehen kann? Mist, ich habe die Kurve verkackt. Okay, der hat jetzt einfach zwei Ohren, ist egal. Na jedenfalls, das wollte ich nur am Rande erwähnen. Worauf ich mich jetzt konzentrieren wollte, war das hier. Ey, habe ich nur drei Bilder davon? Also was ich richtig lustig finde, hatte ich eben schon die ganze Zeit an, das Bild. Ich finde das so als Art rumzulaufen, das finde ich eigentlich ziemlich lustig. Wenn ich sowas sehe, ich überlege mir immer, gibt es einen Weg, das so ein kleines bisschen verträglicher zu formulieren für die Realität, dass man nicht so krass, das ist jetzt das Unrealistische an dem Bild. Wenn mehr Leute so rumlaufen würden. Na, wobei, vielleicht interpretiere ich gerade das Bild falsch. Ich wollte gerade sagen, wenn einer so rumlaufen würde in der U-Bahn, die würden nichts anderes machen, als denjenigen anstarren. Deswegen ist das Bild, dadurch, dass die Leute so gelangweilt hier sitzen und da gar nicht das interessant finden, dass da einer so irre rumläuft. Ich weiß nicht, ob das nicht ein falsches Bild verkauft oder es war die Absicht des Künstlers, der gesagt hat, ey Mann, der lebt in so einer verrückten Welt, dieser Zauberer, dass der als Zauberer verkleidet in die U-Bahn gehen kann und keinen kümmert es. Weil es so normal ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte. Ich finde die Art lustig. Ich finde so diesen Zauberer-Style, dieses Aesthetics, wie man modern im Internet sagt. Das finde ich schon ein bisschen cool eigentlich. Also ich kann sowas mir schon für mich vorstellen. Hier so ein geiler Mantel mit den Sternzeichen drauf. Ich glaube den. Na wobei, so ein Pelz. Das ist schon so ein bisschen lustig zuhälterig.
Das ist eigentlich ein ziemlich geiler Style, Mann. So eine Robe, wie sie simpler nicht sein kann. Ich verstehe nicht den Gürtel. Ich finde den Gürtel nicht cool. Aber der Gürtel hilft vielleicht abzulenken. Vielleicht hat er so versteckte Fähigkeiten, die ich nicht sehe. Der Hut ist zu übertrieben. Und auch hier diese. Was ist denn das für ein Kragen, der so geht? Ich finde es auf jeden Fall lustig. Und so ein bisschen ist das, was ich gleich zeige, so ein kleiner Versuch, dezent in diese Richtung zu laufen. Das finde ich auch lustig von. Mann, wieso funktioniert? Das ist die erste Sache, die mir begegnet ist, gegen die ich noch nicht ein Mittel gefunden habe. Hier auf meinem Manjaro, wenn ich auf dem Desktop, in allen anderen Ordnern klappt es, aber nicht auf dem Desktop. Wenn ich auf dem Desktop doppelklicke, dann öffnet es nicht. Und ich bin manchmal so krass schnell mit der Maus. Und dann erinnere ich mich immer daran, oh, jetzt geht das nicht auf. Und dann markiere ich das und drücke Enter. Und das ist dann das Schnellste, glaube ich. Na, jedenfalls, das finde ich lustig. Diesen Style von der Farbe her. Ich würde es wahrscheinlich, so eine Robe, die sieht lustig aus für einen, der sich nicht viel bewegt. Aber ich mache ja eine Menge Sport und sowas. Deswegen ist das wahrscheinlich für mich nicht geeignet. Deswegen würde ich da vielleicht lieber. Achso, es ist einfach nur schwarz. Ich kann das krakeln. Ich wollte das jetzt rüber kopieren. Machen wir so. Ich kann hier einfach eine Hose draus machen. Bist du dick? Nicht so. Ich kann hier einfach eine Hose draus machen. Zack. Ich würde es aber das Hemd immer über die Hose hängen lassen. Das ist doch viel angenehmer. Ich stecke doch nicht mein Hemd in die Hose. Wer macht denn sowas? Gibt es da irgendwas, was ich nicht verstehe? Was ist denn so toll daran, sich sein Hemd in die Hose zu stecken? Es ist doch viel lustiger, wenn du es drüber baumelst. Oder das ist richtig genial und da hat einer einen richtig guten Weg gefunden, um mit Absicht hässlich zu sein und ich sollte eigentlich davon lernen. Ey, wenn da eine Gruppe junger Damen am Straßenrand sitzt und ich laufe da vorbei, da wünsche ich mir sofort, dass ich viel hässlicher wäre, dass die nicht anfangen zu gackern, wenn ich vorbeilaufe und nichts mit denen am Hut haben will. Vielleicht sollte ich mir dann mit Absicht das Hemd in die Hose stecken, um hässlich zu wirken und dann wollen die mich nicht anquaken. Das stimmt mich hier gerade schon ein bisschen nachdenklich. Aber jedenfalls, ich wollte darauf hinaus, ich kann mir das so für mich vorstellen, dass ich so ein ganz simples Ding habe, was aber trotzdem noch eine Hose ist, weil ich da drin besser Sport machen kann. Dann ist die auch, obwohl ich Baggies auch lustig finde. Es ist fürs Sport vielleicht nervig. Wobei, ich habe noch nicht einfach. Mir wird gerade bewusst, ich habe noch nie in der Baggy. Ich ziehe gleich eine an. Mir ist bewusst geworden, dass ich noch nie da drin Sport gemacht habe. Weil ich immer gesagt habe, ey Mann, ich kann doch nicht mit so einer langen Hose Sport machen. Und vielleicht kann ich's. Und weiß es nicht. Ich will sagen, ich muss es eigentlich mal ausprobieren, bevor ich irgendwas dazu erzähle. Ey, das ist aber gerade gut geworden. Krass. Profi-Photoshop. Und jetzt mache ich mal. Na, dann nehme ich lieber den. Nee. Kann ich. Nee, dann ragt der. Ich will so ein bisschen, dass der Baum mitwächst. Ich probiere es mal und gucke, wie es wird. Mal den hier. So, mal gucken. Keine Ahnung, was passiert. Wenn ich das jetzt. Nee. Wenn ich das jetzt so mache. Doch, das geht. Das ist gar nicht schlecht geworden. Jetzt mache ich mal den unteren Teil von dem Baum ein bisschen dicker, um das zu verstecken. Na gut, jetzt sieht der hier zu dünn aus. Wobei, solche Bäume habe ich schon in echt gesehen. Jetzt mache ich mal so, den Hut will ich eh abschneiden. So vielleicht. Oh, was ist denn hier passiert? Dimensionaler Riss. Das ist ein Portal in die Unterwelt.
schnell zumachen. Sieht schon fast aus wie Schuhe. Ich meine, hier kann ich Schuhe drauf malen. Ich war gerade dabei, bin ich natürlich völlig davon abgekommen. Ich war gerade dabei zu erzählen, ich sollte das mal ausprobieren. Wie das ist, einfach in so einer längeren Hose auch Sport zu machen. Vielleicht wird die, wenn ich anfange zu schwitzen und ich schwitze die voll, vielleicht wird die schwerer und dann ist das so eine Art Trainingsgewicht. Das sieht leider nicht sehr beeindruckend aus. Ich male mal einfach Schuhe so drüber. Komm, das sind seine Schuhe. Die mache ich immer in Grau. Ich glaube, ich kaufe mir bald graue Schuhe. Das sieht sehr aus wie ein Schuh. Doch, sieht aus wie ein Schuh. So. So vielleicht. Sprühdose. Aus wie Gummistiefel. Ich hatte mal ein paar Gummistiefel. Ich habe kein einziges Paar Gummistiefel. Ich wette, Gummistiefel sind richtig lustig. Ich glaube, ich brauche ein paar Gummistiefel. Okay, in meiner Fantasie sah es besser aus. Irgendwie finde ich einen Stock lustig. Ich hätte gern Stock, aber oh, was ich auch, ich kann auch anfangen, so wie mit einem Wanderstock rumläuft. Alter, ich brauche einen Wanderlaubbläser. Ich habe schon neulich, als ich im Park gesessen habe, habe ich schon drüber nachgedacht, so wenn ein kleiner Hund ankommt und nervt. Das ist so praktisch, wenn ich einfach so einen Pustenstab habe, wo ich den nervigen Hund wegpusten kann. Der hat dann vielleicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich traue mich nicht. Aber ich könnte einfach mit so einem Pustenstab einen Hund, der ankommt, ich könnte den einfach wegpusten. Ich könnte das machen. Das ist auch nicht gemein und es tut auch dem Hund nicht weh. Und es macht auch ein nerviges Geräusch und das stört den Hund vielleicht auch. Ich mag das nicht, wenn einfach irgendwelche Hunde ankommen. Und dann so als Weg für diesen dreckigen Besitzer sich aufzudrängeln. Ich mag das nicht, angedrängt zu werden. Kann ich das vielleicht ein bisschen so machen? So. Naja, okay, das wird jetzt auch nicht mehr besser. Aber so könnte ich es mir eigentlich vorstellen. Na gut, ey, dann male ich den jetzt auch noch. Wenn ich jetzt hier schon einen auf Kreativ und Fantasie mache, dann mache ich hier einen. Das ist doch eigentlich schon, was ich habe. Ich muss doch den eigentlich meinen, den ich habe. Den muss ich nur so stark machen, dass ich ihn als Wanderstock benutzen kann. Ist eh lustig im Wald, da kann man Blätter pusten. So als Spielzeug. Und tut keinem weh. Na wobei, es wird schon
Das stimmt nicht. Es würde wahrscheinlich kleine Spinnen und Käferchen durcheinander bringen. Andererseits, die sind ziemlich mobil. Die krabbeln doch den ganzen Tag so ein paar Zentimeter, um es angenehmer zu haben. Und da ist ja auch so natürlicher Wind. Ich überlege gerade, ob ich ein schlechtes Gewissen zu haben brauche, wenn ich im Wald Blätter umherpuste. Ich glaube nicht. Ich mache mal so. Kann den ja in meiner Farbe malen. Wenn ich den. Ah, der hält den jetzt andersrum. Ich male mal einfach meinen drüber. So, das Ende von dem, der hält ihn jetzt da, wo die Luft rauskommt. Da kommt die raus. Und hier unten geht es irgendwann bis hier. Und dann wird meiner rot. Und mach den hier. Vielleicht kann ich den auseinandernehmen und in einer anderen Farbe anmalen. Das wäre ziemlich lustig. Und ich glaube, das ist auch schwarz oder zumindest grau. Das ist auf jeden Fall nicht so hellbraun. Nee, das kriege ich dann nicht ausgefüllt. Na, dann nehme ich einen Stift. So ungefähr sieht der aus. Ach so, Mann, der Hut ist auch zu krass. Ich mag das nicht, wenn der spitz ist. Ich würde es vielleicht so. So ist doch lustig. Das an den Seiten, das ist vielleicht nützlich für Sonne, aber ich habe eh eine Sonnenbrille. Dann mache ich so. So vielleicht. Ich fände ja am besten, wenn die Sonnenbrille auch noch die Farbe hat. Aber eine Sonnenbrille in eine Farbe zu bekommen, die man gerne hätte, das geht eigentlich nur, wenn ich die Farbe irgendwie in so einer Art Sprühdose habe oder so, dass ich es draufpinseln kann. Ich müsste eine Farbe finden, die so perfekt ein Lack mit einer Baumwollfarbe, der das so perfekt macht, dass es passt, dass man gar nicht mehr erkennt, was ist eigentlich Kleidung und was ist einfach nur diese Farbe. Na jedenfalls, ich fummel hier die ganze Zeit in diesem Bild rum. Ich wollte aber, also das hatte ich schon gezeigt, das hatte ich schon gezeigt. Das hier finde ich auch, das ist nichts für jetzt, aber so in 5 Jahren oder so, wenn ich in ein gewisses Alter komme. Dann das finde ich lustig. Das ist eigentlich von einer Frau, aber ich würde es denen einfach klauen und es selber anziehen. Ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie meine Fähigkeit zu kommunizieren verbessert in den Videos. Weil sonst bin ich ja eigentlich, dadurch, dass ich alleine rumhänge, eher die ganze Zeit in Gedanken. Und da habe ich nicht diese Limits von Sprache. Und wenn ich jetzt ein Video mache, dann denke ich wieder in diesen Sprachlimits. Nee, mache ich nur kleiner. Na, oder, nee, Mann, ich mach das anders. Ich mach das nochmal auf. Also, ich find das interessant. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit dran rumgefummelt, aber ich krieg das hier eh nicht ausgeschnitten. Ich mach das anders. Ich wollte nur sagen, ich finde diese Art einfach, dass das ein einziges Tuch ist, was einfach nur so an den Ärmchen zusammengehalten wird, ganz sanft. Das finde ich richtig lustig. Das ist so, das erinnert mich an einen Windzauberer. Kann man sich in den Wald mitstellen, wenn die Brise besonders steif ist und kann einfach so ein Kleidungsstück anhaben, was einfach mehr Spaß macht, wenn man im Wind rumhängt, wollte ich sagen. Also halb Kleidung, halb Spielzeug.
Das wäre vielleicht lustig, einfach als so eine Art Mantel. Anstelle von diesem Fell. Beziehungsweise, wenn ich sowas anziehen würde, einfach sowas Einfarbiges, dass ich da, das probiere ich jetzt mal aus. Schieben. Achso, ich kann ja nicht doppelklicken. Das nervt vielleicht. Weil ich mochte Linux sehr gerne, bis hier der Doppelklick kaputt gegangen ist. Vielleicht habe ich aber auch einfach nicht intelligent genug gesucht, ob es da ein Problem, ob es da eine bekannt, ob das ein bekanntes Problem ist, wo es schon eine etablierte Lösung für gibt. Aber ich habe es nicht gefunden, auf die Schnelle. Und weil ich es nicht nach 10 Sekunden sofort rausgefunden habe. Mist, ich bin zu tief. Ich mach mal. Nee, ich war gar nicht zu tief. Ich muss doch nicht über das Schwarze, da ist doch keine Kapuze. Da ist aber, ich glaube, da ist eine Kapuze dran. Mann, wenn das eine Kapuze hat, dann ist das Traumkleidungsstück für mich. Mach mal einen auf so. Natürlich mache ich mir hier meinen Ausschnitt rein. Mist, jetzt bin ich ziemlich abgerutscht. Nee, das war wieder keine. Ach nee, ich wollte das ja. Scheiße. Jetzt habe ich da einen. Mist, ich habe eine Kurve abgeschnitten. Das ist richtig schwer. So. Spielen. Na gut, Pepe, du bist jetzt kein Grüner mehr, du bist jetzt ein Weißer. Oder ich mache den Arm einfach grün. Kann ich das nicht ein bisschen transparent? Ich kann es nicht transparent machen. Wenn ich das jetzt transparent machen könnte, dann könnte ich hier, dass man die Kleidung durchsieht. Das sieht aber dann auch ein bisschen nuttig aus. Nee, 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 dann, so laufe ich nicht rum. Doch nicht transparent. Laufe ich herum wie im Porno. Ey, Mann, was die manchmal anziehen in den Pornos. gefällt mir nicht. Ich glaube, in echt würde es besser aussehen. Besonders wenn, na, das wäre dann das Krasseste, wenn ich dann diesen selben Mantel, wenn ich, ach so, hier ist jetzt einfach weiß. Ey Mann, das sieht auch bestimmt cool aus. Ich mal das nehme. Einfach so. Das weißeste mögliche Weiß. Da landet ein Käfer drauf und sobald er dann wieder abhebt, der Käfer ist da ein Fleck. So weiß ist es. Mach mal den hier. Ja, sieht gut aus. Vor allem, weil man den Typen da drunter noch sieht. So vielleicht. Oder so. Okay, wenn das nicht funktioniert, kann ich dem vielleicht nicht einfach einmalen. Ich mache mal ein Weiß, weil dann, wenn das eine zusammenhängende Fläche ist, dann kann ich die einfach einfüllen. Ich mache mal so, ist vielleicht leichter. So. Ich habe aber nicht so einen Buckelmann. Buckeliger Apu. Ist es Apu oder Pepe? Ich glaube, es ist Apu. Buckeliger Apu. Nee, Mann, das klappt so nicht. Das wäre ja dann, dann hätte ich die Kapuze auf. Ich will aber, dass die Kapuze so. Ich mache einfach hier die Kapuze drauf. Ja, perfekt. So, da sitzt die Kapuze hoffentlich. Dann geht es so.
Emma, ich habe doch die Kapuze gerade extra nicht gemacht. Und dann habe ich es sofort vergessen. So mache ich. Also ist das, wenn man sich in seinem Kopf einen Plan macht und nicht die Fähigkeit hat, den, sobald ein besserer kommt, loszulassen. Nee, Mann, den würde man dann nicht mehr sehen. Nee, der guckt so raus. Der guckt so und so und so. Ich weiß gar nicht, ob ich das mag, wenn er so lang ist. Weil es ist ja richtig Bewegungsfreiheit einschränkend. Na, wie wäre es denn, wenn ich den so... Na, der hat auch jetzt hier keinen realistischen... Na, wobei, eine Hose... Ich sehe manchmal so richtig lustige indische Hosen. Und da überlege ich mir immer, ob ich nicht mal eine so eine Hose kaufe. So eine normale Hose wäre wahrscheinlich von den Proportionen her so. Ich glaube, die ich anhabe, die ist ungefähr so. Aber, Mann, der schlaue Inder, der hat einfach den hier gemacht. Der hat es mit Absicht lang gemacht, dass er einen kleinen Tisch immer hat, wenn er sich hinsetzt. Ein eingebauter kleiner Tisch in die Hose. Das ist ziemlich praktisch. Außerdem, wenn man irgendwann alt wird und eine Windel trägt, dann sieht man das nicht in der Hose. Das ist dann ziemlich praktisch für die Windelträger. Ich finde es aber besser, mein Leben in einer Art zu leben, wo ich dann gar keine Windel brauche. Höchstwahrscheinlich 99,9% der Fälle. Deswegen. Das würde einem schon ein bisschen Mobilität kosten. Ich glaube, dann wäre ich weniger in Bewegung. Das würde ich vielleicht machen, wenn ich ein 50-Jähriger wäre. Mann. 20, 30, 40, 50. So Hosenlänge. Nee, Mann, ich lasse die Hose ein bisschen agiler und ich mache den Mantel auch ein bisschen agiler. Das passt sonst nicht, wenn das so ein langer Mantel ist und einer, der den ganzen Tag Action macht und skatet und Fahrrad fährt. So vielleicht. Jetzt müsste ich mir gut überlegen, ob ich will, dass der über die... So vielleicht. Ich finde es ganz schön seltsam, dass so viele Leute so gar nicht auf die Form so sehr achten von der Kleidung, sondern dass da was draufgedruckt ist. Und ich finde draufgedruckt ist auch Kleidung richtig behindert. Mal wenn ich hier Kleidung machen würde, ich würde einfach ich würde einfach nur so machen. Durchsichtig. Und warum gibt es Kleidung, die Worte drauf hat? Und ich finde auch Muster, ich finde Muster richtig hässlich. Natürlich macht es die Sache dann irgendwie. Das verändert die Sache aber. Und es sieht aus wie ein Geschirrhandtuch. Ich habe dafür gerne das Wort Physiklehrer-Pullover benutzt. Ich habe, glaube ich, sogar immer noch einen Physiklehrer-Pullover. Den kann ich ja gleich mal anziehen. Ich mache wirklich gleich noch Modeschau. So was. Ich will sagen, ich stehe nicht auf Muster. Und die Muster, die ich lustig fände, das wären einfach nur so schlichter, wie es nicht geht, nehme ich sowas. Einfach weiße Punkte. Kleine Pünktchen, das ist zu feminin. So feminin will ich dann auch nicht sein. Weil es leider kulturell sowas ist, was so viele Frauen anziehen. Na, wobei, vielleicht ist das was, wo ich jetzt hier von dem ganzen Transen-Movement profitieren kann. Einfach wenn die
wenn die die ganze Zeit immer meckern, wenn einer was gegen Typen sagen, die sich wie Frauen anziehen, mal, dann kann ich mir auch gepunktete Sachen anziehen und ich profitiere davon und ich werde nicht blöd angemacht. Aber ich werde, egal was ich anhabe, blöd angemacht, habe ich gemerkt. Es liegt in der Natur der Sache, es hat nichts mit der Kleidung zu tun. Wobei, das stimmt gar nicht. Die neue Sonnenbrille, die ich aufsetze, Alter. Mann, die Sonnenbrille, mit der habe ich das Gefühl, wird man richtig in Ruhe gelassen. Mann, weil Leute, wenn sie einen sehen und man hat keine Sonnenbrille auf, man, die wollen einem so unbedingt in die Augen gucken und beachtet werden und Aufmerksamkeit bekommen und kennenlernen. Und wenn die aber die Augen von einem nicht sehen, ist meine komplett aus dem Nichts gegriffene Theorie. Wenn die die nicht sehen, dann können die nicht diese ekligen Annäherungsspielchen machen, dass sie einem so in die Augen gucken und dann ins Sichtfeld laufen und nicht weggehen. Oh. Mann, wenn ich mich das trauen würde, dann würde ich wahrscheinlich einfach einen Pullover anziehen und da steht nur ein einziges Wort drauf. Und immer wenn einer kommt und nervt, wegen jedem blöden Vorwand, Mann, ich bräuchte einfach nur. Auf das Nein zeigen. Und dann könnte ich vielleicht wieder meine Ruhe haben. Na gut, dann kriegt er noch einen kleinen Fingernagel. So vielleicht. Ah, egal. Wenn er würde den so halten und dann mit einem kleinen Finger würde er drauf zeigen, nein. Das wäre vielleicht ganz schön praktisch, so ein Pullover. Ja, jedenfalls, ich glaube, ich habe lange genug über das gequakt, was ich zu den Bildern zu sagen hatte. Sehr schön formuliert, da merkt man wirklich den geübten Rhetoriker. Ich wollte eigentlich sagen, genug Bilder gezeigt. Jetzt wollte ich mal so ein paar Kombinationen ausprobieren. Wo packe ich denn die Brillen hin, dass ich sie nicht vergesse in dem Moment, wo ich es anziehen will? Ich habe hier extra das in so einen Haufen nach Farben gemacht. Das ist leider. Ich habe es nicht direkt auf den Boden gelegt, weil mir mein Boden gerade zu staubig ist. Deswegen habe ich da so eine aufgerissene Versandverpackung genommen, da habe ich das draufgelegt, das ist nicht Vollstaub für den Tag, wo ich das hier liegen habe. Hier fällt ja so ein krasser Staub bei mir. Na jedenfalls, hier liegt es nach Farben und jetzt wollte ich einfach mal so als Idee, was ich wahrscheinlich so in nächster Zeit modemäßig mache, wollte ich das einfach mal alles anprobieren, dass ich das auch in dem Video dann so gucken kann, so von weitem. Dass ich mir richtig Zeit nehme, ich gucke mir das Video an und gucke, ob ich dann so rumlaufen will. Ich will sagen, es ist ein Werkzeug, was ich hier gerade baue. Oh, okay, jetzt wo ich grün schon anhab, passend zu der. Wo ist er? Mist, die ist da nicht. Ich könnte schwören, ich hatte hier eine grüne Brille hingelegt. Ah! Yeah. Da wollte ich passend zu der grünen Brille auch mal bei grün bleiben. Was ich jetzt anhabe, ist eine viel zu grelle Farbe. Und die von der Hose, die ich anhabe, die ist ein bisschen zu. Die ist zu hell. Die ist zu Vanille. Was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre eine Farbe genau dazwischen von der Intensität. Ich nehme das mal runter, das geht sonst nicht gut, wenn ich hier rumturne. Mach mal den hier. Okay. Ich find das richtig geil, wenn die Brille zu allem passt. Ich hatte auch mal, und das kaufe ich mir wieder, ich hatte ein paar grellgrüne Crocs, die sehr, sehr nett zu den grünen Sachen gepasst haben. Ich glaube, so ein paar sollte ich mir mal wieder kaufen, wenn die Finanzen das zulassen.
Was wollte ich denn gerade erzählen? Ich könnte schwören, ich habe mich hier hingesetzt mit einem Zweck. Ja, im schlimmsten Fall war das mehr Melonensaft. Was wollte ich denn? Egal. Ich hatte irgendeinen Sinn. Ich hatte irgendeinen Zweck. Ich wollte mich hier hinsetzen aus einem ganz bestimmten Grunde. Aber der fällt mir nicht mehr ein. Also zeige ich das mal noch zu Ende. Jetzt habe ich dieses... Wir sind nämlich noch... Das ist noch eine neue Sache, mit der ich noch nicht rumexperimentiert habe. Ich habe jetzt hier passend die Handschuhe dazu. Ich stehe ja sehr auf Handschuhe, seit das erste Mal als ein Kassierer beim Abkassieren, anstatt mir das Wechselgeld zu geben, mir so die Hand genommen hatte und mir in die Augen gucken wollte und mich kennenlernen wollte. Seitdem trage ich Handschuhe im Supermarkt. Das war mir ein bisschen zu hart. Na jedenfalls, ich habe hier die Handschuhe. Finde schön, wenn das alles passt. Was schwer ist, am Mist, da habe ich jetzt keine Bilder vorbereitet, aber es wäre gut gewesen, wenn ich Schuhe hätte, die dazu auch noch passen. Aber komischerweise drucken die einfach nicht so schlichte Standardschuhe, so wie ich die gerne hätte. Ganz dünne, in denen man sich gut bewegen kann. Die drucken die noch nicht einfach in einer Einfarbe. Ich finde einfach nicht nur grüne Schuhe. Und wenn, dann sind es so komische Profi-Laufschuhe für, weiß ich nicht, 180 Euro, die ich überhaupt nicht zu schätzen weiß von der Bauart. Jedenfalls, ich lauf gerne mit Handschuhen rum. Und auch eine Maske stört mich kein bisschen. Ich hätte eher schon früher gern eine Maske aufgezogen, aber es hätte zu out of place. Es hätte zu unpassend in der damaligen Kultur gewirkt, einfach mit Maske rumzulaufen. Aber jetzt, quasi wo eine Maske normal ist, kann ich einfach so, wenn mir danach ist, mit Maske rumlaufen, wenn ich nicht blöd angequatscht werden will oder so. Ich will sagen, für mich ist die Maske ein krasses Geschenk gewesen. Aber hier genug über blöd angebaggert werden gequakt. Was kann man denn für Posen machen, um den Licht, um die Lichtinteraktion, also wie hell oder wie dunkel, wie sehr da ein Schatten sich bildet oder nicht. Was kann ich denn mit den Händen machen, um das besonders gut nachvollziehbar zu zeigen? Na, ist ja auch egal. So viel Mühe sollte ich mir jetzt auch eigentlich gar nicht geben. Ich ziehe das jetzt mal aus, das Grün. Und ziehe mal noch das andere Grüne an, was ich habe. Weil sonst habe ich bei Grün nicht mehr viel üben. Na doch, im Prinzip gerade habe ich zwei Outfits. Also so als Messgröße. Ich habe zwei grüne Outfits, das heißt zwei... Oh, was mir richtig fehlt, ist ein grüner Kapuzenpullover, merke ich gerade. Mann, jetzt kommt eine geile Hose. Das ist eigentlich gar nicht mehr grün. Ich glaube, das heißt irgendwie Türkis oder sowas. Aber ich guck kurz, ob das die richtige Farbe ist. Dieses hier, das ist die Hose. Wenn ich die richtig tief trage, wie eine Baggy, ich mag, wie tief die sitzt. Und bei der ist mir das vorhin eingefallen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Sport machen könnte, aber es ist auch nicht so, dass ich es mal probiert hätte. Das ist vielleicht der am wenigsten wirre Weg, das zu beschreiben. Was wollte ich denn als nächstes anziehen? Ich glaube, ich mache einfach den hier. Ach, wieso habe ich den denn ausgezogen? Quatsch. Ich weiß nicht, ob das nicht schlauer gewesen wäre, das nüchtern zu machen. Aber ich darf mir einfach nüchtern mir Sachen anziehen, das ist zu langweilig. Das kann ich nicht machen. Das ist doch ein kreativer, intuitiver Prozess.
Da. Da will ich doch eigentlich eher in einem kreativen Mindset sein. Nee, das ist schon okay so. Ich sorge mich hier um gar nichts. Das habe ich mir gekauft. Das ist ein Baumwolle. Das ist einfach nur so ein Schlauch. Und es hilft so ein bisschen, gleichzeitig Haare zu verstecken und die im Sommer nicht, dass es nicht zu heiß wird, weil diese Haare, die da sammelt sich richtig viel Hitze da, wo das hier runterhängt. Und wenn es so hoch gemacht ist, dann ist es da angenehm und kühl. Das heißt, es macht die langen Haare erträglicher im Sommer. Machen wir den Mal so. Mann, was ist denn das hier für ein krass grün angezogener Pimp? Das ist wahrscheinlich ein neuer Zuhälter aus der Gegend. Muss so sein, so sieht er aus. Ist doch ein krasser grüner Zuhälter, der ich jetzt hier bin, Alter. Gefällt mir das überhaupt? Mann, eigentlich schon. Das ist schon irgendwie lustig. Na, jedenfalls, das war grün. Ich sollte mal erzählen über. Das war ja grün, war ja nur am Anfang, weil das zu dem Rauchkonsum so ein bisschen passt. Aber. Wie wäre es denn, wenn ich als nächstes. Ey, das ist aber mal was, wo ich mal leicht negativ über Gras berichten kann. Es macht es schwerer, sich für was zu entscheiden, weil man mehr sieht, habe ich das Gefühl. Mir kommen so viele Möglichkeiten von Sachen, die ich entweder berücksichtigen könnte oder nicht. So eine Flut wie ein Wasserfall von Kreativität. Das wäre wahrscheinlich ein wenig wirrer Weg, das zu beschreiben. Dass ich dann am Ende so viel Information habe, dass ich richtig von der Information, die ich da beschworen habe, selbst überfordert bin. Als dass da noch was Sinnvolles rauskommt. Als ob das ein. Ja, richtig so. Vielleicht ist das auch eine Form von Intelligenz, die ich noch nicht wahrnehme. Dass man Ideen in einer Art und Weise durchdenkt und ausarbeitet, dass sie nicht Informationsüberflutung einladen, sondern dass man, egal, ich schweife ab. Ich nehme jetzt Schwarz. Ich nehme Schwarz, weil Schwarz ziehe ich gerade sehr gerne an. Das ist eine sehr angenehme Farbe für mich gerade, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit Schwarz rumlaufe. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Schwarz rumlaufe, dass mir dann weniger Leute auf den Sack gehen und weniger Leute sich so ermutigt fühlen, sich bei mir dazu zu gesellen. Und das ist mir sehr angenehm. Als Mensch, der für ein Leben schon genug Soziales erlebt hat. Für 2 Leben habe ich genug soziale Interaktion gehabt. Jeden Fall in diesem Video Schnipp, Schnipp machen, Alter. Das wird ein Video, wo ich schneide. Das wird ein Video, wo ich schneide. Schnipp, Schnipp machen, natürlich. Die ganze Kacke, die schneide ich raus. Das wird ein Video, wo ich schneide. Schnipp, Schnipp machen, alle 3 Sekunden Schnipp. Läuft das denn alles noch? Ja. Okay. Na dann, ich kann ja auch theoretisch mit diesem Ding, kann ich so machen oder so. Was ich auch machen kann, das finde ich lustig,
kann das Ding auch einfach so als offene Mütze anziehen. Den hier machen. Das war nicht clever. Ich mach nochmal. Was so? Kann den hier machen. Und die kann auch richtig wirr aussehen. Das sieht ein bisschen wirr aus. Deswegen, ich finde es lustig. Das ist im Prinzip, am liebsten hätte ich das so, dass ich zu jeder von meinen Farben, die ich hier gleich vortrage, am liebsten hätte ich das so, dass ich von allen dasselbe hätte und dass ich quasi mich auf eine Bauart der Kleidung verlassen kann und dann immer nur noch die Farbe austausche. Dass ich alles dasselbe habe in mehreren Farben. Mann, ich finde es ein bisschen tragisch, dass ich leider nicht in dem Zeitalter geboren bin, wo man sich einfach Kleidung drucken kann. Weil was ich machen würde, ich würde mir jeden Tag einfach nur so präzise eine Farbe einstellen. Und sonst wäre es immer dasselbe System. Es wäre immer so ein T-Shirt, es wäre immer so eine Hose, es wäre immer Socken. Ja, und Schuhe. Schuhdrucker. Wie kriege ich denn, da ist mir noch nicht, bei all meiner Überlegung ist mir noch nicht eine gute Idee gekommen. Wie kriege ich denn, dass ein Schuh genau die Farbe hat, die ich gerne hätte? Warum gibt es das nicht? Warum machen die den Schuh nicht leichter benutzbar? Warum versuchen sie sich so krass mit ihrer Form, mit ihrer Komplexität zu übertrumpfen? Ja, das wird es bald geben. Das ist, ich habe immer gemerkt, wenn ich ein Bedürfnis habe, dass das meistens so ist, dass ich das einfach nur früher habe als andere Menschen und das früher merke, wie nützlich das ist, bevor es dann am Markt entsteht. Und was ich eben machen könnte, wenn ich fleißig wäre, ich könnte immer, wenn ich sowas habe, ich könnte dann ein Gewerbe draus machen, ich könnte dann ein Geschäft bauen. Ich habe ja Wirtschaft studiert. Und es war auch immer mein Plan, aber ich sehe zu viel, was da schief geht. Ich sehe eigentlich bei allem, wie es immer nur für Schmutz missbraucht wird. Da schneide ich eine Menge raus aus diesem Video. Das wäre auch zu lang. So gut für Frühling und Herbst. Winter wäre wahrscheinlich zu kalt. Wenn es dann nicht ganz so kalt ist, brauche ich nicht die dicke Wintermütze, sondern kann vielleicht so rumlaufen. Mann, ist das nicht ein schönes Lass mich in Ruhe Outfit? Ist nicht das perfekte Outfit, um rumzulaufen, ohne blöd angequatscht zu werden. Und davon die Sommervariante wäre. Wäre es nicht viel besser, wenn ich einfach meine Kleidung anstatt nach Funktionen nach den Farben einteile? Richtig Kleiderrassismus in meinem Schrank betreiben. Und dann immer nur eine Farbe zusammenstecke. Und dann habe ich es immer richtig leicht, mich anzuziehen. Weil sonst müsste ich an die Hemdenkiste für ein T-Shirt, ich müsste an eine Sonnenbrillenkiste für die Sonnenbrille, ich müsste, da liegen auch die Handschuhe in der Kiste.
Socken aus der Sockenkiste und so weiter. Ich habe für alles habe ich eine Kiste und es führt dann am Ende dazu, dass ich an 6 Kisten rangehe, nur um mir ein Outfit rauszusuchen. Und wenn ich aber eh immer in einer Farbe rumlaufe, dann wäre es viel praktischer, wenn ich all meine Kleidungsstücke einfach nach Farbe ordne und mir dann immer nur rausnehme, was ich tatsächlich anziehe. Das gefällt mir ganz gut. Der Gedanke. Das ist die Sommervariante. Da würde ich mir dann einfach überlegen, heute ziehe ich grau an und dann gehe ich an meine graue Kiste und in der Kiste ist alles drin, was ich nur brauchen könnte. Anziehen würde, perfekt zusammenpassend, würde 2 Minuten dauern. Das gefällt mir gerade gefährlich gut, der Gedanke. Ich habe mir hier mal eine Pro-Gamer-Brille gekauft, weil die angeblich das irgendwie das Arbeiten am Computer sanfter für die Augen macht. Angeblich. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Auf jeden Fall, ich vergesse es immer, die anzuziehen. Aber ich könnte ja einfach so als eine Art Sonnenbrille tragen. Aber die ist zu hell, da kann man zu sehr die Augen durchgucken. Das ist nicht gut. Aber was ich natürlich an den gelben Outfit so geil finde, das passt perfekt zum Autolack. Das ist richtig lustig für den Sommer. Im Sommer ist es richtig lustig, in einer Farbe rumzulaufen, die zum Autolack passt. Dafür habe ich leider, Mann, das mit dem Tuch, das gefällt mir richtig gut. Ich kann es entweder so machen, ach ja, das ist natürlich auch geil, die Brille dazu. Ich kann es entweder so die Haare so hinten raus machen oder ich kann es ein bisschen länger ziehen, dann ich glaube, ich müsste die Haare abschneiden. Und zwar so, dass sie genau nicht aus dem Tuch rauskommen, dass das Tuch noch genau funktioniert, um sie zu verstecken. Ich glaube, davon sollte ich meine Haarlänge abhängig machen. So. Weil wenn die Haare dann nicht rausgucken, dann sieht es so aus von außen so, oh ja, der hat Haarverlust und hat eine Glatze und schämt sich, deswegen zieht er eine Kopfbedeckung auf. Und die wissen gar nicht, dass hier sowas darunter ist. Das ist ganz gut, das zu verstecken. Was ich an dem auch mag, ist der hier. Das gefällt mir auch. Ich könnte wahrscheinlich auch mal so ein bisschen, das mache ich gar nicht, ich könnte hier mal so ein bisschen mit rumspielen, dass ich das kleiner mache und das vielleicht kleiner mache, dass da mehr Haare rausgucken. Das habe ich einmal beim Joggen gemacht, weil ich nicht wusste, was ich mit den langen Dingern mache. Da hatte ich einfach so ein bisschen, das sitzt sehr locker, aber ich habe noch ein Graus, das ein bisschen straffer ist. Also im Sinne von, nicht im eigentlichen Sinne des Wortes straff, so wie ich hier gerade ein bisschen was geraucht habe, sondern im Sinne von eine Kleidung, die eng ist. Ein Stück Stoff mit einer hohen Spannung. Sowas. Man wie straff wie die Bettlaken im 5-Sterne-Hotel. Und so ein Kopftuch habe ich, und das hatte ich so gemacht, aber ich habe trotzdem gemacht, dass oben Haare rausgeguckt haben, weil das dann die Haare so halbiert haben, dass die dann weniger so rumschwingen.
Das war, glaube ich, ganz okay. Also deswegen, das ist nicht nur ein krasses Style-Accessoire, sondern es hilft auch beim Joggen, dass die Haare nicht nerven. Ach so, was ich noch nie gemacht habe, ich kann doch auch sowas machen. Ich kann doch so ein Haarbindemechanismus da draus machen. Wenn ich das hinkriege. Oh nee, da müssten die jetzt so. So vielleicht? Oder so. Da experimentiere ich mal noch ein bisschen mit. Gibt es bestimmt irgendeinen Weg. Jedenfalls, gelb ist geil, gelb ist eine sommerliche Farbe. Ich stehe da krass drauf. Ich habe komischerweise, aber es ist, dadurch, dass es so eine Sommerfarbe ist, ist es vielleicht nicht so wichtig. Die würde ich eh im Winter wenig anziehen, oder? Weil ich überlege gerade, ob ich nicht endlich mal eine gelbe lange Hose bekomme. Mann, und die kurze Hose mag ich auch nicht. Die hat zwar die Farbe schön, aber ich glaube, die ist aus irgendeinem Plastik. Die fühlt sich. Man, eigentlich möchte ich nur noch kurze Hosen haben, die nach dieser Bauart sind. Einfach eine kürzere Jogginghose. Ich mag das, die mag ich am allerliebsten. Achso, ich sollte die mal in die Kamera halten. Nicht ins Mikrofon. So ein Ding, einfach so. Schlichter geht es nicht, sondern wie so eine abgeschnittene Jogginghose. Ich glaube, die kosten bei den großen Kleidungsketten kosten die 10 Euro oder so. Aber ich find die nie 60% Baumwolle, 40% Polyester. Die ist auch Kacke. Und was ist mit dem hier? Das ist so, das, Alter, das ist Größe M. Passe ich in eine Größe M? Anscheinend. Na, ich bin schon ein ziemlich schmales Gestell. Wo finde ich denn? Habe ich das vielleicht ab. Ne, hier ist es. Woraus bist du denn gemacht? Prozent Baumwolle, 32% Polyester. Na, jedenfalls, ich will eigentlich nur noch diesen Schnitt haben. Das nervt, das ist ein zu. Das ist zu wenig Beinfreiheit. Das schränkt die Beinfreiheit ein, die Art des Stoffes. Das ist gut, weil das kann sich dehnen. Ich wünschte, sowas würde ich finden aus reiner Baumwolle. Na gut, es muss nicht rein sein. Ich mag eigentlich gerne diese Kombination mit Elastan. Vielleicht finde ich, vielleicht gibt es auch mal ein. Na gut, wenn es ein natürliches Elastan gäbe. Dann würde das jetzt erstmal die ersten 4 Jahre würde das pro Kleidungsstück 100 Euro kosten, bis die von der Massenproduktion das verstehen und dann würde das erst in meine Preisklasse kommen. Das wäre kacke. Da ist es doch fast schlauer, sich alles selber zu machen, aus dem Stoff, den man mag. Wieso lerne ich eigentlich nicht nähen? Ich will eigentlich nähen. Ich habe schon eine Menge Näh-Hardware. Wieso habe ich denn das? Achso, weil ich immer nie Zeit hatte. Wo mich immer wie eine Ratte im Käfig gefühlt habe in meinem Leben. Daran liegt's. Na jedenfalls, ich dazu noch eine Hose hätte, eine längere, dann habe ich das Gefühl, dann wäre das mehr komplett. Und was ich auch nicht habe, sind gelbe Handschuhe. Ein gelber Schal wäre auch lustig. Ich habe gar nicht Schals. Ich habe mal, vielleicht kann ich, sobald ich das mit dem alles selber färben mache, wenn ich das anfange. Vielleicht kann ich dann endlich anfangen, Schals zu tragen, weil ich finde nie richtig gute einfarbige Schals. Wie oft ich schon gesucht habe, wie oft ich mit leeren Händen davon zurückgekommen bin. Ich hab so ein bisschen Sorge, dass das ein bisschen zu schwul aussieht. Ich will nicht rumlaufen wie ein Schwuli. Aber es ist wahrscheinlich schon zu spät. Es sieht wahrscheinlich schon längst und ich habe ja da überhaupt keine. Ich weiß nicht, wie das ankommt bei anderen Leuten. Mann, ich habe keine graue lange Hose, merke ich gerade. Die fehlt mir schon ein bisschen in meinem Arsenal. Hier habe ich wieder so ein Tuch. Das habe ich mir jetzt extra in Grau gekauft. Naja. Ich merke Grau, wenn das nicht so eine Art Maserung hat, so wie.
so wie dieses hier. Das ist dann grau ziemlich sehr, sehr langweilig aussieht. Aber das ist eigentlich genau, was ich will. Eigentlich sollte ich mir Mühe geben, genau so einen langweiligen Stoff zu finden, der einfach nur eine ausgeindustrierte Farbe ist. Na, oder... Mein Kopf wird mir gerade bewusst, man kann aus der Farbe Grau krass eine Wissenschaft machen. Die Tücher, die leiern ein kleines bisschen zu leicht aus und es ist auch schade, dass, ich habe ein anderes graues Tuch, da ist es nicht so, dass die hier nicht umgenäht sind, sondern hier ist einfach nur so Stoff abgeschnitten an der Stelle. Das heißt, das über die Zeit rollt sich das dann so auf und wird immer kleiner. Aber hat vielleicht auch seine Vorteile. Das sind so Handschuhe, die man eigentlich zum Gärtnern anzieht, glaube ich. Steht da ein Material drauf? Die gibt es manchmal im Supermarkt. Ist natürlich schade, dass es das purste Plastik ist. Die sind nützlich im Supermarkt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich die anhabe, dann wirke ich ganz besonders uneinladend. Die Hose, die ist, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, so eine, die ist Größe M, die ist schon eigentlich zu eng. Ich mag es eigentlich noch dicker. Ich mag eigentlich, obwohl mir, glaube ich, in vielen Fällen M passen würde, ich laufe eigentlich lieber in Größe L rum. Einfach, weil ich das alles so ein bisschen lockerer mag. Ja, keine lange Hose im Grau. Habe ich den Pullover? Bräuchte ich noch ein braunes Tuch. Ist vielleicht gut für den Herbst. Ich glaube, ich will gar nicht so einen langen Schal haben, weil der sich schon... Naja, ist für den Winter. Er ist zu lang und zu schwer. Ich wünschte eigentlich, ich hätte einen leichten Schal. Ich glaube, ich... Vielleicht finde ich mit Absicht einen, der sehr dünn ist. Aber naja, vielleicht am besten ein... Einfach nur einlagiger Stoff. Ungefähr so lang. So vielleicht. Das war richtig dumm, da vorne ein Tröpfchen
Melonensaft drauf zu machen, weil jetzt kriege ich ihn nicht mehr an. Er ist immer noch nicht richtig an. Kaum höre ich die Vögel zwitschern, freue ich mich. Wahrscheinlich ein krasses Privileg gerade, was ich gar nicht zu schätzen weiß. So in 30 Jahren sind alle Vögel ausgerottet und ich sitze hier und höre Vögel und genieße es gar nicht genug. Was für verschiedene, lustige, unterschiedliche Insekten bei mir an die Windschutzscheibe kommen. Die haben die verrücktesten Körperformen und Fühler. Es ist wie ein Insektenkino, was ich da habe. Ich habe nicht eine weiße Hose, also weder eine kurze noch eine lange. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mit einer weißen Hose rumlaufen würde. Ich weiß es nicht. Na doch, sollte ich eigentlich schon haben. Ich habe hier einen Hut. Und ich glaube nicht, dass ich mit dem rumlaufen würde. Das ist irgendwie zu krass, der Hut. Ich weiß nicht, warum ich den mal gekauft habe, vor vielen, vielen Jahren.
nicht, warum ich diesen Pullover gekauft habe. Ich glaube, weil die Farbe mir so gut gefallen hat. Aber das ist Plastik. Oder? Prozent Baumwolle, 40% Plastik. Ach man. Den mag ich eigentlich gerne. Die sind gut zum Einkaufen. Die benutze ich im Winter. Das ist ganz dünne, ich glaube größtenteils Baumwolle. Ich merke, wenn ich mir, ach man, ich brauche mal unbedingt so ein 10er-Paar weiße Baumwoll-Laborhandschuhe. Weil, wenn ich mir irgendwas färbe, dann kann ich die mit reinschmeißen in die Waschmaschine und dann haben die auch die Farbe, die genau perfekt passend zu dem Outfit passt. Ich meine, jetzt wo ich die hier habe, mag ich die hier gar nicht mehr. Ich finde das hier viel besser. Aber ich schmeiß die noch nicht weg. Vielleicht gefallen die mir irgendwann mal wieder. Ach ja. Die passt ja auch noch gut dazu. Ich glaube, die ist mir ein bisschen zu baggy. Aber die hat natürlich riesige Taschen. Hier hat die eine riesige Tasche. Da hat er eine Tasche und hier und hier. Und dann hat... Hier hat er eine. Aber immerhin. Mann, ey, wenn Kleidung keine Taschen hat, geben mir das so krach auf den Sack. Taschen sind richtig sinnvoll und nützlich. Ich denke mir immer, wenn einer keine Taschen in seiner Kleidung hat, dass er mit dem was nicht in Ordnung ist. Wie kann man nur Kleidung ohne Taschen machen? Die ist eigentlich ein winziges bisschen zu dünn. Nicht zu dünn, also hier, zu schmal. Ich weiß auch nicht, ob ich die Länge mag. Eher nicht, jetzt so eine Halblänge. Eigentlich mag ich lieber so. Aber dafür ein bisschen mehr hier lang. Vielleicht wenn ich die umfalte oben.
mag ich gerne von der Farbe. Und 100% Baumwolle. Mann, das ist mir schon angenehm, Baumwolle. Er ist fast ein bisschen eng. Eigentlich gefällt mir das gar nicht, wenn es so eng ist. Ich mag das, wenn die eine Bauchtasche haben und wenn die hier zu sind, aber ich merke auch, dass ich das mag, wenn die hier so einen Reißverschluss haben. Ich wünschte, ich hätte einen, wo man aussuchen könnte, ob der Reißverschlussmodus mit Tasche hat, also dass hier so eine Art Tunnel durchgeht. Oder zu. Das wäre mir eigentlich lieber, weil mit so einer halben Tasche kann ich überhaupt nichts anfangen. Die ist komplett sinnlos. Ich habe nicht eine Sache, die da reinpasst. Aber die Tasche in der Mitte, die habe ich schon manchmal benutzt. Deswegen ist Kacke, dass der. Mann, richtig praktisch wäre auch einer, der nur bis zur Tasche aufgeht und dann hier die Tasche hat.